So, moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video 2021 auf diesem Kanal und vor allem zu dem ersten Video von mir selber, beziehungsweise von mir vor der Kamera, nicht hinter der Kamera. Wir Agrarfotografen verstecken uns ja gerne eher hinter der Kamera. Das soll sich hiermit ändern. Ich habe vor, ab diesem Jahr auf jeden Fall ein bisschen einen anderen Weg einzuschlagen. Der alte Content wird trotzdem weiterhin vorhanden sein, also ganz normal Videos, Musik, Landtechnik. Allerdings werde ich auch solche Vlogs hier drehen, zumindest ist das der Plan. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen kann und ja, ob ihr das überhaupt sehen werdet. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich Bock, ganz klar. Und dachte mir, ich nehme euch direkt mal mit. Heute geht es nämlich auf die Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort geht es zum, wer hätte es gedacht, Agrarservice Rügen, zum Vierachserfass auf jeden Fall. Und dann mal sehen, ihr werdet auf jeden Fall dabei sein und ja. Mit einer DJI Osmo Pocket. Das Ding habe ich mir eigentlich mal zum Filmen von Landtechnik geholt. Hat sich als ziemlich schlecht erwiesen. War nicht so die beste Investition. Aber jetzt dachte ich, was machst du sonst damit? Ja, nimmst du einfach mal einen Vlog auf. Ne? Warum nicht? Ich habe auf jeden Fall echt Bock, da mal was Geiles mit zu machen. Und ich hoffe, dass ihr da auch Lust zu habt, euch sowas anzugucken. Mein Plan ist es, jeden Mittwoch, beziehungsweise wenn dann Mittwoch, so ein Video hochzuladen. Und sonntags dann nochmal einzeln die dazugehörigen 10 hochzuladen. Also wie ihr es schon gewohnt seid, weiß ich nicht, 5 Minuten Video, höchstens 10 Minuten. Also für die, die da nicht so viel Bock drauf haben, kann ich schon mal sagen, sonntags kommt wie gewohnt die Videos. Die werden auch weiterhin kommen. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen kann, es ist komplett neu für mich zu kommentieren, vor der Kamera vor allem zu stehen. Also bin ich nicht gewohnt. Ich gucke auch die ganze Zeit auf den Bildschirm statt auf die Kamera selber. Ich weiß gar nicht, ob das dumm aussieht oder nicht. Muss man erstmal reinkommen, ganz klare Sache. Das war's dann aber auch erstmal mit Geschnacke. Ich mache mich auf den Weg und wir sehen uns dann beim Schwamm wieder. So, ich hab's geschafft. Ich bin da, wo ich sein will. Da seht ihr das gute Stück. Von der Belichtung glaube ich gerade nicht ganz so geil, aber auf jeden Fall mächtig, würde ich behaupten. So, ich bin am Feld angekommen, auf dem Feld, wie man sehen kann, wie man es von Mecklenburg-Vorpommern gewöhnt ist, unendliche Weiten. Also mit Gülle gespannt ist hier leider noch nichts. Allerdings werde ich hier gleich mal die Drohne hochgehen lassen und dann wollen wir mal sehen. Spätestens dann sollten wir das Gespann ja irgendwo hier finden können. Hier seht ihr nochmal die Drohne an sich. Ich bin gerade genau über ihm, bin gerade dabei, die Filmaufnahmen zu drehen. Erstmal aus der Luft und später dann vom Boden. Und dann eben die Soundaufnahmen und die Fotos noch dazu für den Instagram-Account.
hier seht ihr nochmal mein Film-Setup, womit ich die cinematischen Szenen filme. Eben auch für Werbevideos und so weiter. Ist auf jeden Fall die Nikon Z6 im Moment mit dem 24-70 Kit-Objektiv. Dazu dann das DJI Ronin RC2 Gimbal. Das Gespann übrigens ist ein Fendt 1046 in Tannengrün. Die Farbe kennen ja die meisten. Bei Agrarservice Rügen so ziemlich die Standardfarbe. Ja, auch ein Markenzeichen. Und ja, hinten dran hat er ein Garand Kottefass. Wie schon gesagt, vier Achsen. Und ein 36 Meter Vogelsanggestänge. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen. Fast ging leider nichts mehr auf Rügen. Dementsprechend bin ich nach Hause. Und ja, für den Vlog heute weiter. Zum letzten Gespann kann man auf jeden Fall nochmal sagen, ziemlich eindrucksvoll. 32 Kubik Fass auf vier Achsen. Kann sogar im Hundegang fahren, was ich euch dort natürlich nicht zeigen konnte. Kriegt man vielleicht auch noch irgendwann mal hin, wenn ich mal auf Rügen bin. Jetzt bin ich auf jeden Fall in Nienbüttel. Boah, ist das Gespann genial. Hier haben wir einen Fendt 39 Generation 6 in schwarz, komplett schwarz. Außer die Felgen, die sind silber, meine ich. Und ja, 18 Kubikfass, Wienhoff, auch schwarz, 24 Meter Gestänge. Ziemlich genial und ich nehme euch mit. So sieht das Ganze aus, wenn man in meinen Kofferraum guckt. Schuhe habe ich immer hier extra drin. Ja, und mein Equipment sieht man natürlich auch. Ist einiges dabei, könnte ich rein theoretisch auch mal vorstellen. So, ich bin angekommen. Wie man sehen kann, 39, wie gesagt, in schwarz. Hier nochmal. Leider fährt er ohne Zubringer. Ist natürlich zum Filmen und so immer ein bisschen blöd. Aber dann ja, schnackt man eben eine Runde. Ja. Morgen fährt er mit Zubringer, ist immer unterschiedlich. Da ist er jetzt auf dem Feld. Ich werde ein paar Aufnahmen aufnehmen und ja, viel Spaß.
nicht, dass ihr euch wundert. Nein, ich werde nicht von Bomech bezahlt oder so. Die Klamotten haben sie mir mal für Aufnahmen zugeschickt. Und ja, ist eigentlich perfekt zum Fotografieren, gerade bei dem Wetter jetzt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Man ist ja doch gut in Bewegung. So, ich bin wieder auf der richtigen Seite vom Kanal angekommen. Mit heute im Dithmarschen. Damit habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein paar Kommentare gesichert. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt dennoch wieder in Dithmarschen. Meine Heimat. Und jetzt geht es nochmal zum Lohnunternehmen Koch. Das sollte auch vielen Leuten, die mich von Instagram kennen, Begriff sein. Ja, zu deren Fan 933, ebenfalls Generation 6. Wenn wir hier schon bei den neuen Fans sind, dachte ich, passt der auch noch gut rein. Allerdings in einer ganz normalen Fan-Lackierung natürlich, im ganz normalen Fan-Grün. Ja, im Einsatz mit einem Wienhoff Fass 22 Kubik und Wienhoff Gestänge. Hier haben wir nochmal einen schönen T8 New Holland. Auch ein schönes Gespann. Hier ist auf jeden Fall 400 Wegs im Moment. Das muss man wohl sagen. So, ich bin angekommen, wie ihr seht. Da hinten sind sie. Zwei Zubringer gerade und das Gespann. So, hier seht ihr nochmal das Zubringergespann. Sie fahren tatsächlich mit drei Zubringern. Lohnunternehmen Koch bin ich sehr oft. Ja, mit dem Gespann hat übrigens auch alles angefangen eigentlich, wenn man es so will. Ursprünglich gibt es mich ja nur auf Instagram. Da habe ich mit der Fotografie angefangen. Das YouTube-Ding kam dann erst später dazu. Und das war tatsächlich das erste Gespann, was ich aufgenommen habe vor einem Jahr. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Oder eben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was man besser machen könnte. Bewerten, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Schaut gerne wieder rein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann ciao.